Moin, mein Digga, du herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist mal wieder eine Tierlist. Allerdings mal wieder was komplett Neues und zwar sind es mal Leute, die das Spiel selber schon angeguckt haben, wissen es. Es ist die Warhammer 3 Total War Faction Liste. Und zwar Punkt Nummer 1. Der erste Teil dieser Fraktion wird sein, welche ich zuerst spielen möchte. Der Punkt ist, Chaos Undivided ist hier leider nicht dabei. Ist noch nicht dabei. Allerdings, ich kann euch schon mal sagen, die Ogre-Königreiche sind definitiv auf A, weil ich finde die Ogre ganz. Ich finde die ganz lustig. Also gerade die Lore davon. Chaos Undivided gehört eigentlich hier in das Fünffach S und Khorne of S. Ich bin ehrlich, Khorne ist mein liebster Chaos-Gott, weil. Blood for the Black God, Skulls for the Skull Throne. Einfach die beste Zitat aus Warhammers. Der Punkt ist, knapp darunter reiht sich dann Slaanesh ein. Sehen schon Nurgle beide auf C. Caffi ist auf B und Kislev ist komplett raus. Also Kislev möchte ich überhaupt nicht spielen. Das ist der Punkt, ich kann mich mit Menschenvölkern nicht wirklich anfreunden. Caffi ist ein bisschen wieder was anderes. Es hat schon wieder ein bisschen anderen Flair. Und so. Und jetzt ist der Punkt. Ich würde jetzt einfach mal nach Kampfkraft sortieren. Ich sag's einfach so, ich kann Kislev so sehr nicht leiden, dass ich mir nicht mal der ihre Lords weiter angeguckt habe. Der Punkt ist, wenn wir nur nach Kampf gehen, ist Garbrandt wieder ganz oben. Das ist einfach ein Battle-Boss. Der Punkt ist, gehen wir auf die Kampagnenkarte, ist er auch auf S-Tier. Warum? Scarbrand kann ähnlich wie Taurox im zweiten Teil in dem DLC The Silent and the Fury seine Movement Range replenishen. Das heißt, Scarbrand kann kämpfen, einen Kampf gewinnen, weiter rennen, wieder kämpfen, einen Kampf gewinnen, wieder weiter rennen. Scarbrand kann über mehrere Rundenzeitläufe innerhalb einer Runde laufen. Was unfassbar stark ist, was wir bei Taurox herausgefunden haben. So, jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wer von den beiden Mo Ying und wer Zhao Feng ist. Ich habe keine Ahnung. Der Punkt ist, das ist mal der. Mo Ying ist mal die B, Zhao Feng ist die A. Da kann ich tatsächlich nur auf die Battle Map gucken. Da ist Zhao Feng in meinen Augen deutlich besser, weil er hat das offensive Lorebook und ist auch als Drache deutlich stärker als Mo Ying. Nicht Mo Ying. Das ist Sorzon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich so weit nicht reingesetzt. So. Also, wie gesagt. Der männliche Lord. Besserer Melee-Fighter, besserer Magier, was jetzt die. Oder besserer Damage-Dealer, sagen wir es im Allgemeinen. Und die weibliche ist eher der Support. Jetzt ist der Punkt, ich werde beide Ogre eben ins B-Tier setzen. Croesus ist ja eher der Melee-Lord auf seinem Kriegswagen. Also ist ein Chariot, das ist quasi ein bisschen wie Grom. Während. Oh, wie hieß er? Scarfag? Ich kann falsch sein. Korrigiert mich gerne oder ich gucke selber kleiner mal nach. Während er eben Magier ist. Deswegen würde ich ihn sogar noch ein Stück höher setzen, weil Magier in Warhammer sind unfassbar mächtig. Deswegen Sinch sich auch gleich hinterher einordnen darf, weil von den aktuellen Bildern sind die Herrscher des Wandels echt krass. Das ist der Punkt. Der Lord von Slaanesh, der ist auch ein Melee Powerhouse. Das ist aus meiner Sicht Fakt. So, das ist der Punkt. Nurgle
Also Kugaf müsste so ein bisschen hier zwischendrin sitzen. Ich würde ihn trotzdem noch mit, obwohl. Es ist der Punkt. Kugaf hat eben das Nurgle-Spellbook. Das ist nicht unbedingt so schlecht, zumindest von dem, was man aktuell sieht. Allerdings der Exalted Unclean hat tatsächlich eine bessere Fähigkeit, dass er Nörklinge Leben zurückgibt. Das heißt, er ist fürs Early Game besser. Kugaf ist allgemein runder. Der ist für jeden Spielverlauf ganz gut. Ich würde einfach sagen, dadurch, dass er auch relativ viel Magic hat, würde ich ihn mit hier hochsetzen. Wobei ich glaube, mit der Reihenfolge kann ich ein bisschen besser leben. Weil es, wie gesagt, ich habe den Namen vergessen, ich nenne jetzt einfach Skarfak. Das Lore of the Great Maw ist ganz geil. Es hat einen Heal, es hat Buffs, es hat Explosion Spells, zwei Stück. Einen, der etwas günstiger ist vom Winde der Magie Wert her und einen, der etwas teurer ist. The Great Maw. Und der sieht richtig krank aus, auch was den Schaden angeht. In manchen Video Szenen von CA eben gesponsert oder weitergegeben, muss ich ehrlich sagen, das sah halt echt geil aus. Und ansonsten Korn, wie gesagt, ich glaube, wenn wir 1 gegen 1 gegen alle hier reinschmeißen, die Kefilos, die müssten ihre Magic raushauen, der Sinchlord müsste auch seine Magic raushauen. Das gleiche geht für Skarfak und für, obwohl, Nurgle, 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 Nurgle. Das ist der Punkt, die haben ja die Cloud of Flies, wenn die im Melee sind. Damit bekommen die nochmal plus 9 Melee Defense. Aber mit den massiven offensiven Stats von Skarbrand haben die wahrscheinlich alle keine Chance. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Skarbrand in einem 1 gegen 1 alle Lords platt macht. Jetzt kommt der interessanteste Part. Ich habe leider kein Bild hier, aber Chaos Undivided. Für die Leute, die es noch nicht wissen, im Chaos Undivided erstellt ihr euren eigenen Dämonenfürsten. Ihr könnt ihm eure eigene Ausrüstung geben, eure eigene Armee, denn er darf sich aus allen vier Chaosgöttern bedienen. Je mehr ihr diesen Chaosgöttern halt huldigt oder Städte widmet, Kämpfe widmet, desto mehr Punkte sammelt ihr bei dem. Die Punkte geben euch neue Ausrüstungsteile für euren Lord und auch neue Units. Gut, es wird wahrscheinlich so sein, nahezu jeder Dämonenfürst wird wahrscheinlich auf die Barriere von Tzeentch zurückgreifen, weil Tzeentchs Truppen haben ja eine Barriere, die sich zuerst vor dem Leben zerstört und wahrscheinlich dann also die Defensivfähigkeiten von Tzeentch und dann die offensiven Fähigkeiten von entweder Slaanesh oder Khorne. Eins von beiden. Das sind die Sachen, die ich mir vorstellen kann. Wobei ich wahrscheinlich eher noch Slaanesh sehe, weil damit kann man den Chaosgott wahrscheinlich sogar noch unfassbar schnell machen. Zu Fuß. Ich glaube, die wenigsten werden sich so ein bisschen an Nurgle richten, es sei denn, es sind halt jetzt wirklich die Leute, die halt Nurgle in der Lore extrem cool finden. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ich mag zum Beispiel Slaanesh in der Lore gar nicht. Tzeentch ist Nummer 3 und Nurgle Nummer 2 und trotzdem Khorne auf Platz 1. Wenn ich jetzt nur nach der Lore gehe oder nach dem in der Warhammer-Welt, was die dort reißen. Ich finde Tzeentch trotzdem ganz cool, dass er eben der Meister des Verrates, der Wandler der Wege, dass er ständig Veränderungen herbeiführt. Aber naja, egal. Aber ich sag mal so, trotz dessen, dass jetzt das Slaanesh auf Platz 4 ist, was das angeht, ich finde ihn nicht scheiße. Ich finde ihn auch sehr interessant teilweise. Aber auf jeden Fall, Chaos Undivided würde auch ins S-Tier neben Khorne kommen. Weil Nummer 1, der Lord könnte im Melee so stark werden wie Skarbrand. Er könnte so magisch begabt sein wie einer der Tzeentch, Herrscher des Wandels. Er könnte eine offensive Fähigkeit und Schnelligkeit haben wie ein Hüter der Geheimnisse von Slaanesh. Oder ihr könntet ihn rein theoretisch gesehen auch genauso widerstandsfähig machen wie die Bestien von Khorne, von Nurgle. Was bedeutet, ihr könnt auch rein theoretisch gesehen, wenn man das machen kann, ich habe es bis jetzt noch nicht so detailliert durchgelesen, meinetwegen,
Er nimmt die Magie von Sinch, die Defensive von Nurgle und die offensiven Fähigkeiten von Khorne oder Slaanesh. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Oder ob man dafür einen Körperpart opfern muss, welchem Gott man sich widmet. Und nur mit den Armen und Beinen kann man dann noch weiter seine offensiven und defensiven Fähigkeiten erweitern. Ich kann es euch nicht sagen. Soweit habe ich noch nicht geguckt. Aber gut, das wär's jetzt erstmal wieder. Ist wieder bloß ein kleines Video. Soll einfach bloß nochmal meine Einschätzung. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, ihr sagt jetzt zum Beispiel, Khorne gefällt euch überhaupt nicht und dafür möchtet ihr aber Kislev ganz oben haben. Wie gesagt, ich finde Kislev langweilig. Es sind Menschen. Wenn ich Menschen spielen will, kann ich irgendeinen anderen Total War Teil spielen. Medieval 2, Rome 2, Rome 1. Alles drei ist sehr gute Spiele. Kann ich Menschen spielen. Kefi ist dann nochmal ein bisschen eine andere Ausnahme, weil ich bin ehrlich, ich finde diese chinesische Kultur ganz lustig oder ganz hübsch. Und besonders dadurch, dass die halt auch mit fucking Drachen und mit auch eher teilweise auch sehr viel Nichtmenschlichen kommen, beziehungsweise ich finde die Lords auch sehr, sehr geil, dass sie sich einfach in den fucking Drachen verwandeln können. Während Kislev halt mit diesen polnischen, gut, ich bin ehrlich, in der Geschichte, also in der unserer Geschichte, in der menschlichen Geschichte, die geflügelten Husaren sind eine wirklich wunderbare Kavallerie, die man auch in historischen Büchern sich gerne mal durchlesen kann. Aber egal, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin dabei fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hauen Sie rein und tschüss.